Moin, du bist auf der Suche nach einem perfekten Starterteam, was sehr günstig ist. Ich habe in diesem Video drei Starterteams für euch vorbereitet. Da könnt ihr gerne mal schauen, was besser zu euch passt. Lasst vorher gerne noch ein Like und ein Abo auf das Video da und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Wir beginnen mit dem ersten Starterteam und zwar aus der Serie A. Das ist nämlich mein Starterteam, das wir gestern im Stream zusammengebaut haben. Mir gefällt die Mannschaft sehr, sehr gut. Es sind sehr, sehr gute Spieler, vor allem schnelle Spieler mit guten Allround-Stats mit an Bord. Musso, 80er Keeper, Murillo und Nkulu, sehr gute Speed-Tempo, Verteidigungswerte. Physis sieht auch sehr stabil aus. Über die Außen mit Rodriguez und Conti, die auch wirklich gute Passwerte auch unter anderem auch mit dabei haben, gute Verteidigungswerte und die sind schnell. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich am Anfang von FIFA ein günstiges Team habe, die auch schnell laufen können. Zwei gute Sechser, Tonali und Cassie, die ich defensiv spielen würde oder defensiv spielen werde. Und Bernardeschi als etwas offensiveren Spieler, der auch mit 80 Pace auch gut auch was nach vorne bewegen kann. Cafinho, auch sehr, sehr Spieler über die linke Außenspieler. Und Moses auf rechts, der jetzt vielleicht nicht so schnell ist. Aber bei Moses erkennt man relativ schnell, dass er gute Skillwerte hat. 4 Sterne, 4 Sterne. Ist vielleicht über die Außen auch mal nicht schlecht, wenn man mal auch nach innen ziehen möchte. Und Osimhen im Sturm. So sieht die italienische Liga aus, die ich euch empfehlen kann. Diese Mannschaften, die ich euch hier zeige, diese Starter-Teams, die werden maximal, denke ich mal, an die 50.000 Coins kosten. Ich denke nicht, dass die noch teurer kosten werden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins nächste Team. Ich weiß, ich habe es gerade eben gesagt, ich wollte nur bis 50.000 Coins bleiben. Das wird auf jeden Fall deutlich teurer, das Team, wie jetzt aus der Serie A, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ich möchte euch eine Bundesliga-Mannschaft zeigen, wo die Spieler mega, mega stark sind. Ich habe erst gerade angefangen zu bauen und bin jetzt doch in die Bundesliga reingerutscht, weil ich gesehen habe, dass die Stats von den Spielern auch sehr, sehr gut sind. Wer ein bisschen mehr Budget am Anfang gleich zusammenbekommt, kann ich auch diese Mannschaft wirklich sehr, sehr empfehlen. Mit Hitz im Tor, Piszczek, Klostermann als Verteidigungsspieler mit Schulz und Wolf. Ist eine, auf jeden Fall eine krasse Viererkette hinten drin. Sind alle relativ schnell, gute Verteidigungswerte. Und ich denke, wenn die vier hinten drin stehen, dann, ja, das ist fast wie ein Bunker. Das ist wie ein Bunker. Es ist schwer durchzukommen. Vor allem, weil wir noch zwei extrem starke defensive Sechser haben mit Emre Can und Delaney, die auch sehr schnell sind. Nach hinten auch oft mitarbeiten. Und auch vorne gut mitwirken können. Die haben auch gute Schusswerte, die können vorne auch gut was leisten. Emre Can hat auch 4 Sterne schwacher Fuß. Er kann auch auf jeden Fall schießen, wenn er mal vorne steht. Und dieser Spieler hier hat auch 4 Sterne schwacher Fuß. Also diese zwei Spieler können auf jeden Fall nicht nur hinten viel mitwirken, die können auch vorne viel bewegen. Dahoud auch als offensiverer Spieler mit an Bord. Dann Diaby und Lazzaro, zwei relativ sehr gute Spieler. Vor allem Diaby ist sehr, sehr schnell nach vorne. Seine Skillwerte sind bei 4 Sterne Fähigkeiten. Schießen kann er leider nicht, auch nur mit 66 Schuss hier. Es ist eher ein Vorbereiter, eher einer, der mal in die Mitte reinflankt oder mal reinzieht. Den Ball einfach mal abgibt auf die anderen Spieler, die dann den Treffer machen. Rashica im Sturm. Auch schneller Spieler, neutrale Werte kann man auf jeden Fall mit einbauen. Ich habe versucht auf jeden Fall noch Spieler mit einzubauen in die Bundesliga, die nicht so teuer sind. Klar kann man hier auf jeder Position, auf ziemlich jeder Position nochmal upgraden, nochmal einen besseren Spieler reinpacken. Aber dann wird es natürlich extrem teuer und so halte ich die Mannschaft eigentlich noch relativ, in Anführungszeichen, relativ günstig. Ich denke mal, dass ihr das Team relativ schnell auch zusammenbauen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen ins nächste Team. Die französische Liga lässt mich nicht in Ruhe. Ich habe jetzt einfach mal einen für euch zusammengebaut. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Und ja, was ist dabei rausgekommen? Eine richtig gute Mannschaft mit richtig guten Stats. Was soll man dazu sagen? Ich denke, die Mannschaft wird auch an die 50.000 Coins kosten. Könnte vielleicht wegen Kimpembe, Aouar, Atal ein bisschen in die Höhe schießen. Kamara sieht auch recht stark aus. Könnte sein, dass die auch ein bisschen teurer wird, die Mannschaft. Aber
es ist eine Mannschaft mit hammerkrassen Spielern. Auch hier, ähnlich wie aus der Bundesliga, haben wir Spieler mit sehr schnellen Werten, die auch extrem schnell sind, gute Def-Werte, das ist auch wieder ein Bunker hinten drin. Wir haben jetzt hier auch einen Sechser mit zwei offensiveren Spielern. Da müsst ihr schauen, ob ihr noch einen zweiten Sechser, wenn ihr einen zweiten benötigt, dass ihr noch einen zweiten auch mit reinpackt. Da gibt es auf jeden Fall noch andere Spieler, die man hier mit einbauen kann. Ich habe jetzt hier erstmal, bin jetzt nur mit einem defensiven Spieler hier in die französische Liga rein. Und offensiv auch mit Gelson Martins. Oida, 94 Tempo, ne? 94 Tempo und 5 Sterne Skills. Eine absolute Rakete. Der läuft davon und das killt euch dumm und dämlich. Also richtig, richtig geile Stats, auch mit 86 Ausdauer. Mega, mega gut am Start. Ein Dembélé, der auch sehr, sehr gute Stats hat. Leider nur 3 Sterne, aber ich denke mal, zu Beginn kann man ihn auf jeden Fall spielen. Der wird nicht so teuer sein und man kann ihn auf jeden Fall easy einbauen. Ich denke, dass er auch gar nicht so schlecht sein wird, weil er hat halt, kann sich halt gut durchsetzen mit 75 Aggressivitätos. Aggressiv ist er wie Sau. Und Stärke hat er 85. Ich denke mal, dass er auch ein solider Spieler vorne im Sturm ist. Bamba auch sehr schnelle Werte, kann schießen, kann passen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stabil aus. Und das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die ich euch auch empfehlen kann. Und das sind auf jeden Fall die 3 Teams. Die französische Mannschaft, dann haben wir hier die Bundesliga-Mannschaft und wir haben hier die italienische Mannschaft, mit der ich starten werde, wo wir auf jeden Fall 3 Teams zur Verfügung haben, die möglichst günstig sind und die uns wirklich am Anfang viel bringen werden. Glaubt mir, die sind alle sehr gut gebaut, mit guten Werten, was für uns auch wichtig ist. Und dann kann man nach der Zeit schön upgraden, die Mannschaft bestärken, mit neuen Spielern immer wieder neue, bessere Spieler einbauen. Und das geht auf jeden Fall mit jeder Liga. Jede Liga hat auf jeden Fall noch viel bessere Karten. Und so baut sie euch dann das ultimative Team zusammen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like auf das Video da. Schreibt mir bitte unter die Kommentare, welches Team ihr euch bauen möchtet, in welche Liga geht ihr, was denkt ihr, welche Karten werden mega, mega OP werden in diesem Jahr. Schreibt mir das bitte alles unter die Kommentare rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin somit raus. Haut rein, Jungs, und ciao.